Da der König in diesem Gebäude starb, galt es als unrein und sein Sohn Tibar dieses abbaut. Bevor wir zu unserer nächsten Besichtigungstour aufbrechen, sehen wir uns dieses moderne Hotel etwas näher an. Es verfügt neben vielen weiteren Annehmlichkeiten über einen sehr schönen und großen Swimmingpool. Um den Pool herum eine wunderschöne Gartenanlage. Zum Abschluss des heutigen Tages fahren wir noch den Mandalay Hill hinauf, um den Sonnenuntergang. Auf den Gehwegen finden sich jede Menge seltsamer Fitnessgeräte. Doch statt zu trainieren, wollen wir nun eine Goldplättchenfabrik besuchen. Hier werden die dünnen, hauchzarten Goldplättchen hergestellt, die die gläubigen Buddhisten an die Buddha-Statuen kleben. Die Herstellung dieses Blattgoldes ist eine aufwendige und mühsame Arbeit. Immer wieder werden zuerst flache Goldsteinchen rein nur mit Manneskraft und schweren Hämmern dünner und dünner geschlagen. Die Anstrengung steht den Männern ins Gesicht geschrieben. Zwischen jedem Papier liegt ein Goldblatt. Also wenn das Wasser voll sind, 3 Minuten, und Sie haben in dieser Zeit ja 100 Fenstermaler schon geschlagen. Wahnsinn. Nui erklärt uns hier die Erzeugung von Bambuspapier, zwischen das die Goldplättchen immer eingelegt werden. Einjähriger Bambus wird in ca. 25 cm lange Stücke geschnitten, die äußerste Schicht wird abgezogen, dann wird der Bambus in sehr dünne Streifen gespalten und in einem großen Zementkrug mit Wasser eingelegt. Dort verbleibt er 3 Jahre. Nach diesen 3 Jahren wird der Bambus 3 Tage lang durchgehend zerkocht, danach mit hölzernen Stangen gestoßen und gerührt, was nochmal 2 Tage in Anspruch nimmt. Es entsteht eine geschmeidige Paste, die auf ein in einen Rahmen gespanntes Baumwolltuch aufgegossen wird. Nach Ablauf der Flüssigkeit trocknet das Papier im Rahmen an der Sonne. Das entstandene Papier muss geglättet werden. Dazu wird es in Quadrate von 13 cm Seitenlänge geschnitten und glatt geschlagen. Mit glatt gesägten Holzscheiten wird das Papier so lange geschlagen, bis es glatt und pergamentartig durchscheinend ist. Erst in diesem Zustand ist Bambuspapier für die Blattgoldherstellung geeignet. Hier wird das produzierte Blattgold in die richtige Form und Größe gebracht. Nui demonstriert, wie zart und hauchdünn das Blattgold ist. Kann man nicht mit der Maschine machen. Ein Tattoo. Wir verlassen die Blattgoldfabrik und ziehen weiter zur Mahamuni-Pagode. Die Mahamuni-Pagode bildet das religiöse Zentrum von Mandalay. Der Buddha im Inneren der Pagode ist die wohl am höchsten verehrte Figur in ganz Myanmar. Bei der Figur soll es sich um das Abbild Buddhas handeln. Die Mahamuni-Figur ist mit 3 Metern Höhe sehr imposant. Pausenlos wird sie von Gläubigen mit Blattgold bedeckt, welches inzwischen eine sicher einige Zentimeter dicke Schicht bildet. Daher sieht der Körper des Erleuchteten auch etwas unförmig aus. Auf dem Kopf trägt der Buddha mehr Juwelen als jedes andere gekrönte Haupt dieser Erde. Und täglich um 4 Uhr früh putzt ein Mönch seine Zähne. Wir inspizieren die Mahamuni-Pagode etwas näher. Vom Tonnen schwer.
In einem weiteren Raum finden sich 6 große, schwere Bronzefiguren aus Kambodscha. 3 Löwen, 2 Wächter und ein 3-köpfiger Elefant gelten als magisch. Vor allem die beiden Wächter sollen jede Krankheit heilen, wenn man die entsprechende Stelle ihres Körpers berührt. Gleich neben den Bronzefiguren ein 5 Tonnen schwerer Gong. Und natürlich jede Menge Glocken. Das Shwenandao-Kloster ist das einzige heute noch erhaltene originale Gebäude des königlichen Palastes. Der wunderschöne Holzbau gehörte ursprünglich zu den Privatgemächern König Mindons. Da der König in diesem Gebäude starb, galt es als unrein und sein Sohn Thibar ließ es abbauen und außerhalb der Königsmauern wieder aufbauen. Diesem Umstand ist es auch zu verdanken, dass der Bau einer großen Feuerkatastrophe entging. Berühmt ist das Kloster wegen seiner unzähligen Holzschnitzereien. Wir sehen kaum eine Fläche, welche nicht mit Blumenornamenten oder Figuren verziert ist. Äußerst ungewöhnlich sind die vielen Engeldarstellungen, die auf den portugiesischen Einfluss zurückzuführen sind. Im Buddhismus sind Engel ja unbekannt. Früher war das Shwenandao-Kloster innen und außen mit Gold bedeckt. Durch die vielen Jahrzehnte und bedingt durch Witterungseinflüsse ist heute allerdings nur noch vereinzelt die Vergoldung sichtbar. Es geht weiter zur Kyoto-Dao-Pagode, welches das größte Buch der Welt beheimatet, nämlich die komplette buddhistische Schrift in Steintafeln gemeißelt. Mit dem Bau der Kyoto-Dao-Pagode wurde 1857 begonnen. Um die gesamte buddhistische Schrift, die Tipitaka oder auch Pali Canon, zu verewigen, wurde im Auftrag des Königs der Text auf 729 Marmortafeln gemeißelt. Hier sehen wir eine davon etwas genauer. Die Steinmetze benötigen dazu 7,5 Jahre. Und wie ich schon erklärt habe, von den drei Kanon oder Tipitaka ist die 46 Bücher und die alle Bücher, ja, alle hat ja 400 Seiten. Und darin wir beide Seiten wird geschrieben. Und hier die. Wenn ich schon. Kann ich nicht sagen. Nicht nervös machen. Hast du vorhin das auch nicht gesehen, dass du das nichts das alles so miteinander kommt? Hier sehen wir den Stuhl des Abtes der Pagode. Die Anlage selbst ist riesengroß. Wir schlendern von Steintafel zu Steintafel und kommen aus dem Staunen nicht heraus. Hier ist es herrlich friedlich und es sind kaum andere Touristen zu sehen.
Wer die 729 Marmortafeln mit der buddhistischen Schrift durch hat, kann gleich nebenan die Kommentare dazu lesen. Ebenfalls in etlichen Marmortafeln festgehalten. Hier findet sich auch das Grab von Prinz Kanaung. Ermordet worden, weil er so viele Frauen hatte, oder? Ja, über 50 Frauen. Darum hat er auch viele Söhne und jeder Sohn müsste. Ja, den Kronprinz ja. Darum der Kronprinz Bruder von seinen Neffe, seinen zwei Neffe, getötet, ermordet. Und er war ein hochbegabter Mensch und ausgebildeter Mensch. Zum Abschluss des heutigen Tages fahren wir noch den Mandalay Hill hinauf, um den Sonnenuntergang über Mandalay genießen zu können. Ist ja nicht schön warm da, der Boden. Der Hügel ist 240 Meter hoch und muss barfuß auf einer überdachten Treppe mit ungefähr 1700 Stufen bis zur Spitze erstiegen werden. Seit 1993 allerdings führt glücklicherweise auch eine Straße fast bis ganz hinauf zum Gipfel. Der Legende nach wird jeder ein langes Leben haben, der den Berg von unten bis ganz nach oben besteigt. Das dauert so circa 1 bis 1,5 Stunden. Natürlich gibt es auch hier oben eine Pagode und reichlich Buddha-Statuen. Jetzt aber der Blick über Mandalay bei Sonnenuntergang. Morgen geht es weiter nach Amarapura und Inver.